Hallo zusammen. Heute wollen wir uns ein bekanntes Argument anschauen, das zeigt, warum es einen Zusammenhang zwischen Moralität einerseits und Gottes Glaube andererseits geben sollte. Das Argument, von dem ich rede, ist natürlich das bekannte moralische Argument von Immanuel Kant aus seiner Kritik der praktischen Vernunft. Manchmal wird das auch der sogenannte moralische Gottesbeweis von Kant genannt, aber wie wir gleich noch sehen werden, ist dieser Ausdruck zumindest irreführend oder eigentlich gar nicht so wirklich richtig. Es handelt sich eigentlich nicht um einen Gottesbeweis im eigentlichen Sinne. Auf der einen Seite ist es nun so, dass der Kant eher skeptisch dem Glauben an Gott gegenübersteht. Er sagt zu Beginn seiner Kritik der reinen Vernunft, er habe das Wissen aufheben müssen, um Platz für den Glauben zu bekommen, ist also gegenüber den traditionellen Gottesbeweisen ziemlich skeptisch eingestellt. Er lehnt den Gottesglauben natürlich auch nicht ab. Er diskutiert in seiner Kritik der reinen Vernunft die Gottesbeweise, also dass es beispielsweise Gott als einen notwendigen Grund der Welt geben muss, dass Gott als ein notwendiges Wesen existieren müsste oder dass Gott der notwendig denkt, notwendige Urheber der Ordnung in der Welt oder des Lebens im Universum und so weiter wäre. Alle diese Argumente verwirft er und sagt, die Existenz Gottes ist für die theoretische Vernunft nicht entscheidbar. Gott, so sagt Kant, ist kein Gegenstand möglicher Erfahrung. Das heißt, wir können niemals zu einem sicheren theoretischen Wissen darüber gelangen, ob ein Gott existiert oder nicht. Das ist kein Zufall. Das ist für Kant begründet in der Struktur unseres menschlichen Erkenntnisvermögens. Also wie auch immer man das deuten mag, es heißt auf jeden Fall für Kant, wir können niemals wissen, ob ein Gott wirklich existiert oder nicht. Auch mit der Verbindung zur Moral, also der Verbindung von Gottesglaube und Moral, ist Kant vorsichtig. Also Kant würde auf jeden Fall eine Begründung der Moral durch Religion ablehnen. Also wir haben nicht deshalb moralische Pflichten, wir sind nicht deshalb verpflichtet, das Gute zu tun, weil Gott uns das geboten hätte, also weil Gott diese Pflichten als göttliche Gebote uns vorschreiben würde. Das würde Kant rundheraus ablehnen. Die Basis der Moralität, das, was die Moral begründen kann, das ist für Kant einzig und allein die praktische Vernunft. Wenn wir nämlich das Richtige tun würden, das Gute tun würden, weil wir uns zum Beispiel göttliche Belohnungen erhoffen oder weil wir Angst haben vor den Strafen Gottes, wenn wir uns nicht an seine Gebote halten, dann ist das für Kant eigentlich gar keine Moral. Für Kant ist es nur dann Moral, wenn wir autonom handeln, das heißt nach unserer eigenen Gesetzgebung. Wenn das Einzige, was uns zum Handeln antreibt, das Einzige, was unser Handeln bestimmt, die Pflicht selbst ist. Wenn wir hingegen durch irgendwelche äußerlichen Motive, sei es jetzt was Irdisches wie Geld oder Macht oder so etwas, oder seien es irgendwelche jenseitigen Ziele oder Befürchtungen wie Höllenstrafen oder Belohnungen im Paradies. Also wenn wir durch all solche Dinge zum Handeln angetrieben werden, dann spricht Kant von Heteronomie. Unser Wille wird von außen, von etwas Fremdem bestimmt. Und heteronomes Handeln, sagt Kant, das kann eigentlich gar kein moralisches Handeln sein. Kann passieren, dass sich irgendjemand aus Furcht vor göttlichen Strafen an die göttlichen Gebote hält und dass das dann nach außen so aussieht, als würde diese Person moralisch sein. Aber in Wirklichkeit handelt sie nicht aus Pflicht, wie Kant das sagen würde. Sie tut nicht das Richtige, weil es das Richtige ist, sondern sie tut das Richtige, weil Gott es von ihr verlangt hat. Also sie handelt nur pflichtgemäß. Kant nennt solche Handlungen dann Handlungen aus Legalität, nicht aus Moralität. Also man kann zwar durch Religion dazu gezwungen werden, so zu tun, als würde man moralisch handeln. Aber echtes moralisches Handeln ist das noch nicht. Nun, trotz dieser beiden Punkte, einerseits eine gewisse Skepsis der theoretischen Erkenntnisfähigkeit Gottes gegenüber, auf der anderen Seite die Unbegründbarkeit der Moral in der Religion, trotz dieser beiden Punkte sieht Kant schon einen klaren Zusammenhang zwischen Gottes Glaube und Moralität. Die Grundidee dieses Arguments, das wir uns jetzt gemeinsam näher anschauen wollen, ist die, dass die Moral nur dann ihr Ziel erreichen kann, wenn wir bereit sind, die Existenz eines Gottes anzunehmen. Das Argument an sich ist eigentlich nicht besonders kompliziert, aber wie Sie vielleicht schon gesehen haben, falls Sie in den Reader reingeschaut haben, Kants Formulierungen sind jetzt nicht gerade leicht verständlich. Ich werde jetzt versuchen, Ihnen hier
den Gedankengang Schritt für Schritt näher zu bringen, um dann zu schauen, was man letzten Endes philosophisch davon halten sollte. Also, fangen wir vorne an. Das Ziel der Moral für Kant ist das sogenannte höchste Gut. Dieses höchste Gut, darunter versteht Kant das Zusammenfallen von Glück und Glückswürdigkeit. Das heißt, mein tatsächliches Glück, also mein Wohlergehen, wie es mir im Leben geht, das sollte auch dem Anspruch auf Glück, den ich mir durch mein moralisches Handeln erworben habe, entsprechen. Einfach gesagt, wer das Richtige tut, dem soll es gut gehen, wer das Schlechte tut, dem soll es schlecht gehen. Diese beiden Sachen gehören für Kant untrennbar zusammen. Er kritisiert dann auf der einen Seite die Epikureer, die gesagt haben, es kommt nur auf das Glück an und eben nicht auf das richtige Handeln. Also das höchste Gut, sagen die Epikureer, wäre nur das Glück. Und er kritisiert auch die Stoiker, die sagen, das höchste Gut ist nur die Moralität, mit Glück hat das nichts zu tun. Kant sagt, beide liegen daneben, nur in die andere Richtung jeweils. Das höchste Gut besteht im Zusammenfallen von beiden, von Glück und Moralität. Nun ist es allerdings auch eine Tatsache, die man ziemlich schwer bestreiten kann, dass in der realen Welt Glück und Moralität nicht unbedingt immer miteinander einhergehen. Man kann immer das Richtige tun, sich vorbildlich verhalten, ein wunderbar guter Mensch sein und trotzdem ein unglückliches und erbärmliches Leben führen. Und auf der anderen Seite kann es passieren, dass man ein amoralischer Mistkerl ist und trotzdem zu Macht, Reichtum und einem Leben in Luxus kommen kann. Das höchste Gut ist also allem Anschein nach in der Welt nicht wirklich realisiert. Muss es ja auch nicht, denn wenn wir uns das so anschauen, es gibt weder eine kausale noch eine logische Notwendigkeit für die Existenz dieses höchsten Gutes. Also das Glück ist nicht einfach eine notwendige Folge, es ergibt sich nicht zwangsläufig durch irgendwelche Naturgesetze aus dem moralischen Handeln und auch die Idee, dass man einerseits glücklich, aber andererseits unmoralisch ist, ist vollkommen widerspruchsfrei denkbar. Wahrscheinlich fallen Ihnen persönlich ein paar ganz gute Beispiele dafür ein. Dennoch sagt Kant, wir haben die Pflicht, dieses höchste Gut zu befördern. Es ist halt nicht so, dass dieses höchste Gut in der Welt realisiert ist, aber es sollte so sein. Und wenn es so sein sollte, dann liegt es an uns, dafür zu sorgen, dass es irgendwann auch tatsächlich so ist. Aber, und das ist jetzt der nächste Schritt im Gedankengang, wenn dieses höchste Gut nicht realisiert ist, aber wir seine Existenz befördern sollen, wir also dafür sorgen sollen, dass es realisiert wird, dann muss es zumindest möglich sein, dass das höchste Gut auch existiert. Wir können ja schlecht zu etwas verpflichtet sein, was gar nicht möglich ist. Kant beruft sich hier auf den Grundsatz, sollen impliziert können. Das heißt, wenn ich eine moralische Pflicht habe, etwas zu tun, wenn ich etwas tun soll, dann muss es auch möglich sein für mich, das zu tun. Also beispielsweise, wenn Sie im Sommer beim Baden am See jemanden sehen, der im Wasser um sein Leben kämpft und gerade dabei ist zu ertrinken, dann würden Sie wohl zustimmen, haben Sie eine moralische Pflicht, diesem Menschen zu helfen. Aber das gilt natürlich nur, wenn Sie selber schwimmen können. Wenn Sie nicht schwimmen können, gibt es für Sie auch keine moralische Verpflichtung, dieser Person zu helfen, weil Sie ihr gar nicht helfen können. Also, sollen impliziert können, wenn wir das höchste Gut befördern sollen, dann muss das höchste Gut auch möglich sein. Wenn dieses höchste Gut aber in der Welt nicht realisiert ist und auch gar nicht von uns realisiert werden kann, dann muss es doch, damit dieses Gut überhaupt möglich ist, außerhalb der Welt ein Wesen geben, das dafür sorgen kann, dass die Realisierung des höchsten Gutes sichergestellt ist. Wenn es ein solches Wesen nämlich nicht gäbe, dann gäbe es das höchste Gut nicht, weil es unmöglich wäre, und dann könnte es auch keine Moral geben. Heißt also, wenn es Moral gibt, dann müssen wir annehmen, dass es ein Wesen gibt, das das höchste Gut realisieren kann, und wer anders könnte das sein als Gott? Wenn wir das Argument in eine etwas schematischere Form bringen, dann sieht das ungefähr so aus. Punkt 1. Das höchste Gut ist das Zusammenfallen von Glück und Glückswürdigkeit. Das ist sozusagen die begriffliche Voraussetzung, die wir machen müssen. Punkt 2. Es ist unsere Pflicht, das höchste Gut zu befördern. Punkt 3. Also muss das höchste Gut möglich sein. Denn, wie wir eben gesagt haben, sollen heißt auch können. Punkt 4, das höchste Gut ist in der Welt nicht realisiert und von uns auch nicht realisierbar. Das, ja, erleben wir tagtäglich nur zu gut. Daraus folgt dann die Konklusion Nummer 5. Also muss es ein Wesen geben, das dieses höchste Gut ermöglicht. Das nennen wir dann eben Gott.
Kant wendet denselben Gedankengang auch noch auf zwei andere Ideen an, nämlich einmal die Unsterblichkeit der Seele und einmal unsere Freiheit. Also das geht dann ganz analog. Man muss sich denken, wenn das höchste Gut in diesem Leben nicht erreichbar ist, nicht zuletzt, weil wir irgendwann sterben müssen, dann muss es ein nächstes Leben geben, in dem dieses höchste Gut realisiert wird, selbst wenn es in diesem Leben hier nicht funktioniert hat. Und bezüglich der Freiheit, wenn es moralische Verpflichtungen gibt, dann muss es auch die Freiheit geben, sie befolgen oder nicht befolgen zu können. Also wenn ich determiniert bin, dann kann ich nicht frei handeln, dann kann ich nicht moralisch verantwortlich sein für das, was ich tue. Ohne Freiheit gibt es keine Moralität. Also muss ich ebenso wie die Existenz Gottes, die Unsterblichkeit der Seele und die persönliche Freiheit annehmen. Das sind dann die sogenannten drei Postulate der praktischen Vernunft: Gott, Freiheit und Sterblichkeit. So, schauen wir uns jetzt mal die Punkte des Arguments im Einzelnen an. Prämisse Nummer 1. Das höchste Gut ist das Zusammenfallen von Glück und Glückswürdigkeit. Ist das nicht ein bisschen zu idealistisch gedacht? Wieso müssen denn eigentlich Glück und Moral zusammenfallen? Insbesondere doch dann, wenn Kant selber sich so gegen die Heteronomie wehrt und sagt, wir sollten gerade nicht zulassen, dass unser Handeln von irgendwelchen äußerlichen Belohnungen angetrieben wird. Führt er jetzt nicht mit dieser Idee des höchsten Gutes über einen Umweg genau wieder das ein, was er eigentlich ausschließen wollte, nämlich Anreize, externe Anreize zum moralischen Handeln? Das hat niemand anders als Arthur Schopenhauer so brillant formuliert, wenn er schreibt in seiner Grundlage der Ethik: Dieses, also das höchste Gut, ist aber im Grunde nichts anderes als die auf Glückseligkeit ausgehende, folglich auf Eigennutz gestützte Moral oder Eudämonismus, welche Kant als heteronomisch feierlich zur Haupttür seines Systems hinausgeworfen hatte und die sich nun unter dem Namen höchstes Gut zur Hintertüre wieder hereinschleicht. Wie schaut es mit der zweiten Prämisse aus? Es ist unsere Pflicht, das höchste Gut zu befördern. Wieso muss es denn eigentlich eine Pflicht zur Beförderung des höchsten Gutes geben? Worauf wir uns ohne weiteres einigen können, das ist die Tatsache, dass es Pflichten gibt. Diese Pflichten verpflichten uns beispielsweise dazu, ja, einem Verletzten zu helfen, wenn wir an einem Unfall auf der Landstraße vorbeikommen oder so etwas. Aber wieso sollte diese Pflicht, einem Verletzten zu helfen, auch gleichzeitig eine Pflicht sein, das höchste Gut zu befördern? Das scheinen zwei verschiedene Dinge zu sein. Und aus der Tatsache, dass wir irgendwelche Pflichten haben, scheint noch nicht ohne weiteres zu folgen, dass es noch eine weitere Pflicht gibt, nämlich die, das höchste Gut zu befördern. Prämisse 3. Also muss das höchste Gut möglich sein? Ist das nicht ein bisschen arg optimistisch? Wieso sollte das höchste Gut überhaupt möglich sein? Nun, auf der einen Seite könnte man jetzt argumentieren, naja, weil die Welt gerecht ist. Wenn die Welt gerecht ist, dann muss es auch so etwas geben wie ein Zusammenfallen von Glück und Glückswürdigkeit. Dann müssen die Guten belohnt und die Schlechten bestraft werden. Aber warum sollte die Welt gerecht sein? Es wird verdammt schwer werden, nachzuweisen, dass die Welt wirklich gerecht ist, ohne schon vorauszusetzen, dass es eine Art von Gott gibt. Aber das ist ja genau das, worauf das Argument hinaus will. Wir können nicht das Ergebnis des Arguments in den Prämissen bereits voraussetzen, sonst drehen wir uns natürlich im Kreis. Reicht es denn nicht einfach, dieses höchste Gut nicht als realisierbare Tatsache, sondern als ein denkmögliches Ideal anzusehen? Nehmen Sie als Beispiel Ihre Gesundheit. Ich kann doch ohne Probleme sagen, du solltest dich mehr um deine Gesundheit kümmern. Das bedeutet aber nur, Sie sollten sich darum kümmern, gesünder zu sein, als Sie es jetzt sind. Eine perfekte, eine vollkommene Gesundheit, das gibt es wahrscheinlich gar nicht. Aber daraus folgt ja dann nicht, dass ich mich nicht um meine Gesundheit kümmern müsste. Also ich kann durchaus die Pflicht haben oder das Sollen haben, ein bestimmtes Gut zu befördern, auch wenn dieses Gut in seiner letzten Perfektion vollkommen unerreichbar ist. Nun, wenn das bei der Gesundheit geht, warum sollte das dann nicht auch beim höchsten Gut so sein können? Schließlich die Konklusion Nummer 5. Also muss es ein Wesen geben, das das höchste Gut ermöglicht, selbst wenn wir bis dahin allem zustimmen. Es folgt nur, dass es irgendein Wesen geben muss, das dieses höchste Gut ermöglicht. Aber muss dieses Wesen auch Gott sein? Insbesondere muss das der Gott der traditionellen Religionen sein. Würde es nicht auch genügen, so eine Art mächtigen, aber eben vielleicht nicht allmächtigen Weltenschöpfer anzunehmen?
Oder vielleicht sogar mehrere Götter, die alle ihren Teil dazu beitragen können, dass das höchste Gut realisiert wird. Es sieht nicht so aus, als müsste man hier unbedingt auf den einen Gott des Monotheismus rauslaufen. Nun, wenn wir mal diese Detailfragen ein bisschen außen vor lassen, dann bleibt doch letzten Endes noch eine wichtige, vielleicht die zentrale Frage hinsichtlich dieses Arguments. Worauf läuft das eigentlich hinaus? Kant sagt am Ende, es ist moralisch notwendig, das Dasein Gottes anzunehmen. Was er nicht sagt, ist, er sagt, es ist nicht notwendig, dass es einen Gott gibt. Er sagt nur, dass es notwendig ist, das anzunehmen. Die Existenz Gottes ist für Kant ein Postulat. Es ist eine Forderung der praktischen Vernunft, die die praktische Vernunft mal machen muss, weil Moralität nicht anders denkbar ist. Also dieses Argument ist gerade kein Gottesbeweis. Es wird ja nicht bewiesen, dass es einen Gott geben muss. Es wird nur gezeigt, dass wir so denken müssen, als ob es einen Gott gäbe. Und das sieht dann schon wieder ein bisschen anders aus. Kant schreibt ein bisschen weiter hinten in der Kritik der praktischen Vernunft über den Status dieser Überlegungen, dass der rechtschaffene Mensch sagen könnte, ich will, dass ein Gott sei, dass mein Dasein in dieser Welt auch außer der Naturverknüpfung noch ein Dasein in einer reinen Verstandeswelt sei. Endlich auch, dass meine Dauer endlos sei. Ich beharre darauf und lasse mir diesen Glauben nicht nehmen. Das klingt jetzt an der Stelle aber dann doch ein bisschen so, als würde es vielleicht sogar reichen, dass wir nur die Idee eines Gottes haben, beziehungsweise dass dieser Gott nicht mehr als eine Fiktion ist. Die praktische Vernunft verlangt von uns eigentlich nicht mehr, als so zu denken und zu handeln, als ob es einen Gott gäbe. Und sie würde das auch von uns verlangen, selbst wenn es diesen Gott in Wahrheit nicht gibt. Das heißt, es sieht am Ende so aus, als hätte Kant hier vielleicht gar kein moralisches Argument für die Existenz Gottes geliefert und kein Argument, mit dem sich die Notwendigkeit von Religion aus der Existenz von Moral herleiten lässt, sondern eher ein Argument, mit dem sich zeigen lässt, warum der Gottesglaube ein für die Moral nützlicher Illusion ist.